Guten Abend, gute Nacht. Für euch alle Nummer 711. Heute ist Donnerstag. Donnerstag spätabends, der letzte Tag des März 2022. Und wie schon ein paar Tage vorher immer mal angedeutet und gesagt, der Frühling ist da, trotz Krieg in Mali, trotz Krieg im Jemen, trotz Krieg in Syrien, trotz Krieg in Kurdistan, trotz Krieg in Afghanistan, trotz Krieg in der Ukraine. Und es ist schwer auszuhalten, aber manchmal hilft die Lyrik, es auszuhalten, und wie versprochen gibt es auch zwischendurch mal ein Frühlingsgedicht. Das hier heute ist von Thomas Rosenlöcher, der in Dresden geboren ist und jetzt im Osterzgebirge wohnt und der hier auch schon mal zu Gehör kam, aber mit einem Gedicht noch nicht. Die Blütenfestung. Die Kirschbäume blühen am Zaun, als gelte es, sich selber noch ein donnerndes Requiem aufzuführen. Oder ist es wahr, und sie stehen schon im Jenseits, mit ihren Rändern aus Licht, im Logbuch des Universums verzeichnet, da eine jede, jeden Ast umdrängelnde Einzelblüte die Summe der Seligpreisungen enthält. Dreifach in sich gestaffelt eine weiße, unüberwindliche Wand mit frostigen Zinnen, Schießscharten aus Schnee. Unumhaubar, unabsägbar. Nur oben der schräg ausfahrende Ast scheint ungläubig um Schonung zu bitten. Am Sonntag, da gab es bei uns hier am Elbhang, in diesem Verein, wo ich auch ein bisschen mitarbeite, ein Frühlingsfest und anschließendes Kaffee. Also das zog sich über den ganzen Tag hin. Und da gibt es ja so eine Terrasse vor dem Haus, vor dem alten Haus mit Blick zur Elbe, also zu den Elbauen, und da ist eine Zierkirsche, steht da auf dieser Terrasse, und die war vollkommen explodiert, mit Blüten übersät, mit rosa Blüten, und dann kamen langsam schon die dunkelroten, blutroten, bordeauxroten Blätter langsam raus. Unfassbar. Und jetzt ist es ja wieder so ein bisschen kalt geworden und es hat ein bisschen geregnet. Jetzt, ich war heute noch mal gucken, jetzt liegen die ganzen Blüten sozusagen rundherum auch noch, also am Baum auch noch, und jetzt so rundherum. Es ist einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Temperatur, ist es wunderschön. Und am Sonntag schien auch noch die Sonne durch die Blüten durch. Also die Blütenfestung haben wir erlebt. Ich wünsche euch auch solche Blicke, solche Bäume zum Sehen, zum Fühlen, zum Riechen, zum Anfassen und einfach nur zum Genießen. Und morgen geht's weiter natürlich. Wenn